Herzlich willkommen zur vierten Folge unserer digitalen Gemeindeerkundung. Am letzten Sonntag waren wir im Herzwald, was ja auch ein sehr schönes Ereignis gewesen ist. Ein bisschen steht noch da, also wer Lust hat, kann am Wochenende auch noch mal gucken. Aber Herzwald war super, oder? Ja, ich fand auch, das war total großartig. Zumal ja auch das Wetter so richtig gut mitgespielt hat, ne? Also, ich habe ein Foto bekommen, pass mal auf. Guck mal, das habe ich auf mein Smartphone geschickt bekommen. Da sieht es ein bisschen aus, als hätte der Schnee Windpocken. Ja, kann man so sehen, aber da waren die Rückmeldungen der Besucher, die waren aber freundlicher. Denen hat das allen richtig, richtig gut gefallen. Aber sag mal, das sieht ja ein bisschen so aus, als wenn das einer von ganz, ganz oben fotografiert hätte. Naja, also unterschrieben war die Nachricht auf meinem Handy mit Euer Hahn. Okay, Euer Hahn. Etwa der Wetterhahn da oben? Du erzählst doch Quatsch, oder? Ja, na gut, du hast ja recht. Das Foto hat Ingo gemacht. Und zwar da oben aus der Luke im Turm. Hier, ich habe den Beweis. Wow, ja, ganz schön mutig von ihm. Also bei der Höhe wäre mir das persönlich nicht so ganz geheuer. Nee, das stimmt, mir auch nicht. Aber wie hoch ist denn der Turm eigentlich so insgesamt? Ja, das ist eine beliebte Frage. Stellen wir auch immer den Konfirmanden. Und da gibt es immer ganz unterschiedliche Schätzungen von 50 Meter auf 10 Meter. Aber in Wahrheit sind es 27 Meter ohne Hahn, 29 mit Hahn. Moment. Dieser kleine, niedliche Wetterhahn da oben soll 2 Meter hoch sein? Das glaube ich nicht. Ja, da gibt es nur eine Lösung. Ich glaube, da musst du mal hochklettern und dich selber davon überzeugen. Ja gut. Warum eigentlich nicht? Eigentlich wollte ich schon immer mal sehen, wie die Kirche so von oben aussieht. Ja, dann bleibst du hier unten und ich kletter kurz hoch. Und dann kann ich dir von oben zuwinken. Ja, alles klar. Ich bleib hier. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Ja, okay. Na, da bin ich ja mal gespannt. Puh, sind das viele Sprossen. Aha, da ist die Luke. Jetzt muss ich nur noch nach draußen zum Hahn klettern. Oh, jetzt scheint sogar die Sonne. Bestens. Wow, was für ein herrlicher Blick. So, da bin ich. Hallo Hahn. Du bist ja tatsächlich gar nicht so klein, wie du von unten aussiehst. Dafür ist Thomas jetzt ganz schön winzig. Hallo, Thomas! Mensch, hallo Annika! Wie ist denn die Luft da oben? Wunderbar! Blauer Himmel, Sonnenschein, was kann schöner sein? Was? Blauer Himmel, Sonnenschein? Also hier unten ist noch genauso trüb wie vorher auch. Och! Naja, das kommt dann wohl von der Euphorie. Ich fühle mich wie im siebten Himmel hier oben. Oder wie der Spruch sagt, wenn der Hahn kräht auf dem Dach, wird ganz schnell die Sonne wach. Nur, dass der nicht kriechen kann, unser Hahn. Glaubst du aber nun inzwischen, dass der wirklich 2 Meter hoch ist? Ja, das kommt schon hin. Aber apropos nicht krähen. Weißt du eigentlich, warum das ein Hahn ist? So mit dem Wetter hat der stumme Schreihals hier oben ja nicht allzu viel zu tun. Naja, eigentlich ist es ja die Windrichtung, die er anzeigt und nicht das Wetter. Aber ich glaube, das Wetter wird schlechter. Komm mal langsam wieder runter und dann können wir hier unten weiterreden. Okay, fängst mich auf, wenn ich springe? Nein, alles gut, ich nehme die Treppen. Mensch, Annika, da bist du ja wieder. Ja, schön, dass du halb wieder unten angekommen bist. Aber das schöne Wetter hast du von oben jetzt nicht mitgebracht. Nee, das wollte irgendwie nicht mit, stimmt. Aber zurück zum Hahn. Wieso ist denn das jetzt nicht beispielsweise ein Fisch? Würde doch auch passen. Also der Fisch ist doch auch ein christliches Symbol. Das stimmt, ist ein altes christliches Zeichen. Aber der Hahn hat ja seine ganz eigene Bedeutung. Geht natürlich nicht ums Wetter, sondern so ein bisschen darum, dass man sein Fähnlein nicht immer nach dem Wind richten soll. Ach, du spielst auf die Geschichte aus der Bibel an, ne? Genau, da war das doch, dass Jesus
dass Jesus zu Petrus sagt, du wirst mich dreimal verraten oder verleugnen, bevor der Hahn am Morgen kräht. Und dann macht Petrus das auch und erschreckt dann selber. Als der Hahn kräht, fällt ihm das ein. Verdammt, ich habe wirklich genau das gemacht, was Jesus mir vorher gesagt hatte und was ich vorher so vehement von mir gewiesen habe. Und dann schämt er sich ganz doll, dass er tatsächlich sein Fähnlein nach dem Wind gerichtet hat. Ne? So war das. Ganz genau. So ist es gewesen. Ja, dann ist der Hahn tatsächlich ein gutes Symbol. So mit dem Wind, das passt ja, auch wenn es nur im übertragenen Sinn ist. Aber übrigens, als ich da oben war, habe ich noch ein weiteres christliches Symbol hier entdeckt. Ein Kreuz. Weißt du wo? Oh, naja, ein Kreuz in der Kirche, aber das konntest du ja vom Turm aus nicht sehen. Nee. Vielleicht auf dem Friedhof? Nee, viel größer. Keine Ahnung. Ich sag's dir. Die Kirche. Die Kirche sieht von oben aus wie ein Kreuz. Hier, pass auf, ich habe ein Foto gemacht. Ah ja, stimmt. Die Kirche in Kreuzform. Echt interessant, architektonisch. Ist dir denn da oben noch irgendwas aufgefallen? Nee. Was denn? Hattest du nicht das Gefühl, dass vielleicht da oben irgendwie was ein bisschen ungerade, geradezu schief steht? Naja, weißt du, ich hatte schon ganz schön Schwierigkeiten, mich da oben festzuhalten und gleichzeitig noch entspannt in die Kamera zu gucken. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich stehe ein bisschen schief. Glaubst du nicht, wie ich geschwitzt habe da oben? Aber ja, okay, aber das ist ja nicht der einzige Grund, dass du geschwitzt hast, oder? Ja, die Sonne. Die Sonne, die Angst, kommt ja alles zusammen. Aber tatsächlich, wenn man mal genau hinguckt, der Turm steht ja wirklich etwas schief. Wirklich? Der schiefe Turm von Osdorf? Ja, so in etwa. Bisschen wie Pisa oder vielleicht auch ein bisschen wie Gettorf. Oh, Gettorf auch? Na ja. Gettorf hat ja auch einen schiefen Turm. Dann liegen wir ja wenigstens voll im Trend. So kann man das sagen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon einiges gesagt zu unserem Wetterhahn. Und apropos Wetter, so ganz so gemütlich ist es ja auch nicht mehr. Nicht mehr, Sonne scheint nicht mehr, ist nicht mehr so warm. Das schöne Wetter von oben hast du nicht mitgebracht. Also, daher mein Vorschlag, wir gehen jetzt in die Kirche und beschließen unsere kleine digitale Gemeindeerkundung, so wie wir es immer machen. Gute Idee. Jetzt sind wir wieder hier in unserer Vater-Unser-Kirche und wollen unseren kleinen Beitrag im Internet abschließen mit einem gemeinsamen Vater unser und Sie. Wenn Sie mögen, beten Sie gerne mit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wie auch beim letzten Mal möchte ich dieses Video gerne mit einem Segen abschließen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.